schon ein bisschen länger im Frankenberger Land unterwegs, war in unserem kleinsten Stadtteil, hat schon Fördermittelbescheid für einen Pizzabackofen übergeben. Es war auch nicht fördermittelschädlich, dass er schon beschafft war. Da sage ich auch der Staatskanzlei vielen herzlichen Dank. Und die feiern jetzt dort ein bisschen. Und jetzt gehen gleich Herren an uns vorbei, das will ich vorweg sagen. Und das ist auch die Besonderheit, dass der Erber vom Wanderinstitut mit dabei ist. Hallo, hallo. Nicht bei uns bei der Wanderung, sondern er wird den kompletten Wanderweg abgehen. Und vielleicht sehen wir ihn nachher noch. Ja, wir bleiben bei der Wildbratwurst. Also die Wildbratwurst will ich noch mal lockend Werbung machen. Wird so sein, wenn er in den Wildpark kommt, dann ist weltweit der erste Premium-Stadtwanderweg zertifiziert. Also die Zertifizierung läuft jetzt parallel dazu und das ist das, was wir derzeit laufen haben. Und ich hoffe, dass wir ihn wiedersehen. Ich hab ihm auch versprochen, die Wildbratwurst schmeckt besonders gut. Aber er will sich nicht bestechen. Das müssen wir einfach so hinnehmen. Ja, meine Damen und Herren, nochmal herzlich willkommen. Das wollte ich nur ergänzend dazu sagen, auch für die Presse. Wer es wissen will, müsste in den Wildpark kommen oder mich dann nochmal anrufen, sodass wir das dann noch bekannt geben können. Wenn es nicht ist, gibt es noch einen Umweg. Dann müssen wir noch eine Ecke weiter wandern. Das ist ganz gut. Frankenberg vor dem historischen Rathaus. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt realisieren konnten. Ich freue mich auch, dass die beiden Landtagsabgeordneten, die Damen Neubauer und Ravensburg, hier mit dabei sind. Ich freue mich, dass der Stadtvorsteher da ist. Ich habe geheiratet. Ja. Alles gut. Entschuldigung. Alles gut. Daniela Sommer, Entschuldigung. Ich kenne sie halt noch unter alten Namen und manchmal kommt das immer noch hervor. Das war keine böse Absicht. Eigentlich wollten wir im letzten Jahr hier schon unterwegs sein. Das war der Grundgedanke. Bürgermeister Hess hatte schon sehr früh darauf hingewiesen, dass die Stadt Frankenberg europäisch und hat vor allen Dingen natürlich sein Engagement bei der Europäade-Bewegung sehr früh mir auch schon persönlich vorgestellt und gesagt, Mensch, das ist etwas ganz Besonderes, was Frankenberg auch auszeichnet. Und mit der Europäade 2019 damit natürlich auch ein besonderes Highlight zum zweiten Mal dann. Sie war schon einmal in Frankenberg, wieder nach Frankenberg zurückkehren. Aber Frankenberg ist halt auch eine Stadt, die Partnerstädte hat, die sich im europäischen Netzwerk bewegt und vor allen Dingen, die auch ganz bewusst sagt, ja, wir werden auch gefördert über europäische Mittel. Und als wir unsere ersten Gespräche hatten, hat er gesagt, das, das und das machen wir alles und überall dort sind europäische Mittel drin. Ich weiß auch, wir haben damals über den Wasserpark gesprochen und das wäre doch mal eine Sache, auch mal um Europa zum Anfassen zu haben, dass wir uns das mal anschauen. Und diese Idee fand ich sehr schön. Und habe sie gerne aufgegriffen und bin dann auf die Stadt Frankenberg wieder zugegangen und gesagt, könnt ihr das organisieren? Das ist typisch Politiker, ja, ich finde eine tolle Idee und die anderen sollen es organisieren. Das hat die Stadt Frankenberg gerne gemacht und übernommen. Deswegen herzlichen Dank, Herr Hein, dass Sie uns heute führen werden und ein bisschen was über Frankenberg erzählen. Der Bürgermeister dann auch zu den jeweiligen Punkten was sagen kann, wo er dann europäische Mittel in Anspruch genommen hat. Und am Ende werden wir im Wildpark sein. Das ist für mich auch eine Premiere, weil ich glaube, alle Wildparks in Nordhessen zu kennen, hier war ich noch nicht. Und deswegen ist es Zeit, auch dort mal vorbeizuschauen. Wenn das dann noch zusammenfällt damit, dass das der erste Premium-Wanderweg in einer Stadt werden wird am heutigen Tag, dann hat das weniger mit mir zu tun. Es ist ein gutes Zeichen, dass ich es nicht verhindern konnte mit meiner Anwesenheit, sondern dass die Stadt Frankenberg trotzdem ausgezeichnet und zertifiziert wird. Aber ich wollte deswegen besonderen Dank sagen, weil halt die Stadt Frankenberg und Bürgermeister Hess in besonderer Art und Weise im europäischen Gedanken kommen. Kollege Stadtführer der Werner Rohleder, der begleitet uns auch auf diesem Weg rüber in den Wildpark. Und ich hatte mich aber im Vorfeld den Bürgermeister gebeten, dass ich diese Führung
denn wir sind Paten von diesem Weg. Wir werden also die Betreuung dieses Weges, den wir heute gehen, zusätzlich zu unserer Tätigkeit als Stadtführer machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das gerne, aber wenn ich diese Führung heute mache, habe ich mir ausgebeten, doch ein paar Minuten zu bekommen, um auf einige wichtige Dinge hier in Frankenberg hinzuweisen, die immer wieder erwähnt werden müssen. So, und deswegen würde ich Sie gerne bitten, am Anfang hier mit mir rüberzukommen, um Ihnen ein paar Sachen zu erklären.